Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Kommst du nicht zum Festival, kommt das Festival zu dir. Die Neustadt auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni, immer Montag bis Freitag auf Coloradio oder YouTube. Vorgenommen, keine Ansagen zu machen, weil ich dachte, es ist nur für die Kamera. Aber jetzt, wo ihr da seid, wir spielen heute jede Menge Walzer, hauptsächlich aus Frankreich. Dennoch ein Walzer, nein, zwei Walzer haben wir aus Brasilien dabei. Einer von Egberto Gismonti mit dem Namen Palhaço. Thank you.
Von meinem geschätzten Kollegen Mischa Kaden. Es heißt Geam-Parallele. Das ist ein rumänischer Tanz im 7/16-Takt. Und dadurch auch nicht so leicht für uns Deutsche auszuführen. Aber es ist eine schöne Herausforderung und wir werden es zumindest probieren. Thank you.
Der Musette-Walzer ist eigentlich Instrumentalmusik, also Tanzmusik war es ursprünglich. 20er, 30er, 40er Jahre Paris. Hat aber auch stark den Chanson beeinflusst. Und wir spielen jetzt einen alten Schlager, einen alten französischen Schlager, ein Chanson Sur le Quai du Vieux Paris. Und weil wir nicht die begnadetsten Sänger sind, werden wir heute ausnahmsweise mal nicht singen. Thank you.
Ja, das nächste wird ein sehr alter Schlager sein, von 1940. Und zwar einer der wenigen deutschen Schlager, die es um die Welt geschafft haben. Und er heißt: Bei dir war es immer so schön. Ganz schlicht und ergreifend. Ja, wenn man Gitarre spielt, akustische Gitarre, Nylon-Seitengitarre, kommt man an brasilianischer Musik kaum vorbei. Jetzt war die Frage, wie das zu vereinbaren ist, unser Programm und brasilianische Musik. Und ich wurde fündig mit einem Walzer, mit einem Choro. Das ist eine brasilianische Art von Musik. Und dort ist der Walzer sehr, sehr selten. Und ich war umso glücklicher, als dass ich einen gefunden habe. Und so hat er seine Berechtigung in unserem Programm.
De coração a coração, von Herz zu Herz. Thank you.
ein französischer Akkordeonist, den wir beide sehr schätzen. Der hat sehr viel Musette-Walze gespielt. Er hat aber auch viel Tango gespielt. Und ein Tango aus seiner Feder mit dem Namen Heavy Tango spielen wir jetzt. Der Akkordeonist heißt Richard Galliano. Thank you.
Ja, wir beschließen unser kleines Nachmittagskonzert mit einem Klassiker aus Frankreich. Ein Chanson, ein Walzer mit dem Titel Sous le ciel de Paris. Du weißt bestimmt, aus welchem Film das stammt. Nicht wirklich. Es ist, glaube ich, Filmmusik von ungefähr 40er. Edith Piaf. Stimmt, sie hat es gesungen. Sie hat es auf jeden Fall gesungen. Bye.